Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video, zur nächsten Lektion. Und heute geht es mal ein bisschen um das Thema, unter anderem um das Thema Motivation. Denn deine Motivation ist letztendlich entscheidend dafür, ob wir am Ende Erfolg haben werden oder nicht. Und wir springen auch gleich mal weiter. Tagträumereien, Grübeln, das ist etwas, was du jetzt bereits gelernt hast, was nicht zum Ergebnis führt. Wir haben letztendlich gelernt zu denken, weil wir zu einer Lösung kommen wollen. Dafür ist das Denken letztendlich gemacht. Ja? Mittlerweile ist es aber so, jeder, der ängstlich ist, der grübelt auch. Viele depressive Menschen, die grübeln. Und wenn du grübelst, dann hat das etwas, wie gesagt, mit deiner Angst zu tun und es hat etwas damit zu tun, dass du die Erfahrung gemacht hast, zu scheitern. Und wenn du dich in erinnerst, dass du ein Emotionsgedächtnis hast. Du hast eine Emotion dabei erlebt und du erinnerst dich an dieses Scheitern. Deswegen ist es bei dir so, dass du nicht so viel Hoffnung hast. Natürlich ist nicht alles zum Scheitern gewesen, aber viele Angstpatienten da ist es so, dass sie viele Sachen hatten, die so ein bisschen nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Wir kommen aber nochmal zurück. Wir wollen letztendlich Planung in unserem Leben. Wir wollen Planung. Und das heißt, dass wir nicht mehr nur funktionieren, sondern dass wir uns entscheiden dafür, uns organisationsmäßig zu verbessern. Beschuldigen oder andere verantwortlich zu machen, ist rechtfertigen eigenen Versagens. Alex Düsseldorfer Fischer. Wir neigen natürlich auch dazu, unser eigenes Versagen nicht so sehr auf uns zu übertragen. Also viele Angstpatienten, Angstklienten neigen dazu, ihre Angst bzw. die Schuld dafür an andere zu übertragen oder nehmen gerne diese Opferrolle ein, was sehr kontraproduktiv ist. Aber überleg dir jetzt mal eines. Bist du glücklich und erfolgreich in deinem Leben? Hat das, was du, also quasi deine Opferhaltung, dein Ich bin nicht schuld daran, hat es dich glücklich und erfolgreich gemacht? Wir gehen mal darauf ein, dass Glück und Erfolg etwas ist, was nicht so sehr beieinander hängt, wie man das vielleicht glauben sollte. Zum einen gehen wir mal darauf ein. Geld macht nicht glücklich. Und das hat die Studienlage relativ bewiesen. Es geht ein bisschen so in die Richtung, ein gewisses Gehalt. Also auch ein gewisses höheres Gehalt ist tatsächlich förderlich, aber da muss man natürlich auch immer wieder schauen, welche Kofaktoren gibt es dann letztendlich. Kann es nicht auch sein, dass beispielsweise glückliche Menschen sich auch einfacher in der Berufswelt ausleben können? Studien zu lesen, das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Wir suchen in einer, also Studien, und das darfst du wissen, verbindet Dinge nur. Meistens werden zwei Dinge untersucht, das eine mit dem anderen, um etwas herauszufinden. Wir nennen das Korrelation. Korrelation heißt, dass zwei Dinge miteinander verknüpft, also zwei Dinge in Verbindung miteinander stehen. Mehr heißt das letztendlich gar nicht. Selbst wenn wir große Analysen machen oder selbst wenn wir Meta-Analysen machen, das bedeutet, dass wir viele Studien untersuchen, dann sind das meistens trotzdem nur Tendenzen. Wir müssen auch andere Bereiche inkludieren, damit wir das Ganze verstehen. Ja, ob das alles miteinander Sinn und Harmonie ergibt. Glückliche Menschen haben somit also nicht unbedingt mehr Geld, aber sie sind dadurch, dass sie glücklicher sind, auch gleichzeitig engagierter. Ja, verstehst du? Wir sehen zum Beispiel depressive Menschen, die haben nicht die Motivation. Diese haben nicht die Motivation zu sagen, ich möchte jetzt das und möchte noch das. Sind vielleicht nicht zufrieden mit sich, aber haben einfach keine Problemlösungsfähigkeit. Okay? Deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir hier immer schauen, wie die Studienlage auch außerhalb des ganzen Kosmos hier ist. Ja? Studien lesen ist etwas Wichtiges, was auch nicht so häufig gemacht wird. Oftmals ist es leider wirklich so, dass einzelne Studien für irgendetwas als Beleg dargestellt werden. Und das ist nicht so ganz, das kann nicht funktionieren. Und selbst wenn du eine Studie liest, dort steht niemals drinne, in keiner Studie steht drinne, dass eine Kausalität besteht. Ja? Ganz, ganz wichtig. Also deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn Leute mit Studien argumentieren wollen. Nur alleine mit
einzelnen Studien argumentieren wollen. Okay? Kann natürlich trotzdem sehr viel Aussagekraft haben, eine einzelne Studie. Was ich aber noch hier hinzufügen möchte, du wirst glücklich und erfolgreich, beziehungsweise glücklich wirst du vor allem dadurch, durch soziale Kontakte, durch deinen Seelenverwandten, durch Menschen, die dich bereichern. Deswegen auch immer mein Plädoyer, dass du versuchst, deine Menschen wirklich für dich zu finden und alle anderen so ein bisschen als von mir aus Bekannte oder sonst was zu behalten. Aber letztendlich, meistens ist es so, es sind nur wirklich wenige Menschen, ja, für uns da und wirklich wichtig. Irrglaube. Was wir ganz häufig sehen, ist, dass Menschen glauben, dass der Partner, das ist das Häufigste, dass der Partner mich glücklich machen soll. In gewisser Weise ist das zwar richtig, aber du musst dir es so vorstellen. Du musst im Prinzip glücklich sein, findest einen Partner und euer Glück wächst, 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 wächst. Das Glück wächst zusammen. Ja? Sein Glück, dein Glück, ihr Glück. Alles wächst im Prinzip zusammen. Aber was wir glauben ist, wir haben bereits schon in frühkindlichen Erfahrungen oder auch in der Jugend schon die Tendenz zu sagen, ich möchte ein Haus, ich möchte ein Kind, ich möchte einen Hund und sonst was haben. Und wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Und das ist nicht so. Ein Haus ist eine finanzielle Sicherheit. Ja? Es ist mein Traum, ein Haus zu haben. Natürlich, oder in der Werbung, ein Traumhaus. Ja? Das ist letztendlich Fiktion, es ist etwas, was wir uns wünschen. Ja? Oder im Beruf, ich liebe meine Arbeit, ich wollte das schon immer werden. Meistens ist das gar nicht so. Das sind Dinge, die wir ganz, ganz häufig glauben, aber meistens ist das nicht so. Du kannst das Spiel des Lebens, das Spiel des Lebens, im Prinzip kannst du es nur spielen. Du musst dir das Leben wie Monopoly vorstellen. Monopoly hat gewisse Regeln. Es ist ein Spiel und das Leben ist letztendlich auch ein Spiel. Jeder kennt es letztendlich. Jeder hat Monopoly mal gespielt. Die meisten spielen es auch gerne. Und es gibt fast keinen, der dieses Spiel nicht kennt. Und stell dir das ähnlich jetzt vor. Dein Leben ist letztendlich auch ein Spiel. Du hast bestimmte Spielregeln und du darfst dich an diese Spielregeln halten oder du kannst dich nicht an die Spielregeln halten. Aber dann funktioniert dein Leben auch nicht richtig. Das heißt, deine Angst beispielsweise ist ein Teil deines Lebens. Und es gehört zu den Spielregeln, dass du Angst hast, wenn dir eine Situation unangenehm ist, wenn du Lebensgefahr verspürst. Und wenn du das nicht annimmst, versuchst du diese Spielregeln zu umgehen. Du kannst im Leben niemals ankommen. Du kannst das Spiel des Lebens nur spielen. Du kannst nicht gewinnen. Merk dir das, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen. Okay? Das nächste Wichtige, was ich dir beibringen möchte, ist, dass du nach deinen Talenten leben darfst. Talent steht vor Geld. Der Tänzer links zu sehen, würde sich niemals für Geld für eine andere Karriere entscheiden. Jemand, der das leidenschaftlich macht, der dafür brennt, der dafür sterben würde, der würde kein Geld dafür entgehen, also das Geld würde nicht so reichen, dass er aufhört damit oder sie aufhört damit. Aber was die meisten Menschen machen, ist den Weg rechts zu gehen und zu sagen, ich nehme den unangenehmen Bürojob, ich werde Unternehmer, ich werde Aktionär oder ich werde sonst irgendwas, was nicht deinen Talenten entspricht oder was nicht deinen Talenten der Menschen entspricht. Merk dir das. Du hast bestimmte Talente und du solltest nach diesen Talenten gehen. Und es ist nicht garantiert, wenn du ein bestimmtes Talent hast, dass du viel Geld damit machen kannst. Wenn ich talentiert wäre, Fußball zu spielen und in der Bundesliga spielen würde, dann würde ich viel Geld machen. Ich habe das Talent nicht dafür. Ich habe das Talent, Psychologe zu sein. Und letztendlich ist es meine Berufung, meine Bestimmung. Und letztendlich fühle ich mich darin wohl. Ich würde mich jetzt nicht wohlfühlen, wenn ich beim FC Bayern beim Training dabei wäre, weil ich der Schlechteste wäre, weil ich es nicht könnte. Ja? Ganz, ganz wichtig. Nach deinen Talenten gehen.
Und wenn du, ja, wenn du dein Talent dann entdeckt hast, dann versuch wenigstens Stück für Stück danach zu gehen. Du musst das auch letztendlich nicht beruflich machen. Du kannst das aber hobbymäßig machen. Ja. Es ist super, wenn man Hobby und Beruf verbinden kann, aber es ist nicht notwendig. Versuche das zu finden, was dich glücklich macht. Das will ich dir damit sagen. Versuche das zu finden und egal, was andere darüber denken. Gut. Ziele verfolgen macht glücklich. Fragezeichen. Was stimmt? Zielerreichung nimmt die Spannung raus. Zielerreichung heißt niemals glücklich sein. Überleg dir, was du für Ziele im Leben hattest und dann, wenn du sie erreicht hast, warst du glücklicher als vorher. Als dein glücklichster Moment in deinem Leben, war das dein Moment, wo du dich am wirklich glücklichsten gefühlt hast? Oder war dein Leben danach so viel besser, als du dieses Ziel erreicht hast? Als du beispielsweise die Prüfung hinter dir hattest. Jedes Modul im Studium hat eine Prüfung. Was aber passiert, wenn du die Prüfung abgelegt hast, ist nicht Glück oder glücklicher sein, sondern es geht die Spannung raus, es fällt dir eine Last von den Schultern. Du bist froh, weil du es geschafft hast. Und das ist mit fast jedem Ziel so. Natürlich kann es sein, dass du ein klein wenig zufriedener bist, aber glücklich sein ist ein, und das kannst du dir merken, glücklich sein ist ein Zustand, der vergeht. Wir sind leider so, wir sind nicht so, dass wir die ganze Zeit glücklich sein können. Ja, deswegen müssen wir immer wieder etwas finden, was uns glücklich macht. Ziele im Leben sind wichtig. Ziele im Leben sind wichtig. Ja? Sie geben dem Leben auch irgendwo einen Sinn. Und sie setzen letztendlich die Motivation auch. Sie geben dir ein Motiv. Und durch das Motiv setzt du deine Handlung in Gang. Ziele bestimmen letztendlich den Weg, die Reise. Ja? Sonst nichts. Und Zielerreichung ist ein Etappenziel. Wo willst du im Leben denn ankommen? Wo willst du ankommen im Leben? Es gibt kein Ankommen im Leben. Du kannst das Spiel des Lebens nur spielen. Es gibt kein Ankommen. Das Monopoly-Spiel. Du freust dich ja nicht, wenn du Monopoly spielst und auf das Ende wartest. Das Ende ist nicht das, worum es geht. Es geht um das Spielen selber. Es gibt nichts, wo du ankommen kannst. Zielerreichung ist nicht der Weg zum Glücklichsein. Zielerreichung macht glücklich, ist somit ein Irrglaube. Stimmt nicht. Ziele müssen realistisch sein. Ziele müssen für dich persönlich nicht realistisch sein. Für Unternehmen gilt es allerdings schon, dass Ziele relativ realistisch sein müssen, weil sie quantitativ auch erfasst werden. Das heißt, in Zahlen auch ausgedrückt werden müssen. Und das muss in deinem Leben nicht unbedingt sein. Du kannst natürlich das Ziel haben, deinen Traumpartner, Traumpartnerin zu finden. Das darfst du natürlich. Und das ist ja auch völlig realistisch. Aber es ist trotzdem ein Ziel, was nicht unbedingt quantifiziert werden kann, was nicht unbedingt realistisch darstellt, weil es ja letztendlich auch etwas bedeutet, wie den Traumpartner gibt es ja in der genauesten Definition ja nicht letztendlich, weil Perfektion ja im Prinzip etwas ist, was nicht existiert. Aber halt des Traumes halber, du wirst verstehen, was ich meine. Du darfst letztendlich unrealistische Ziele auch haben. Ja, sie sollten nicht komplett unrealistisch sein, dass du jetzt auf dem Mars fliegen willst, aber selbst das ist ja letztendlich möglich. Und hab einfach diese Ziele. Und Zielerreichung bedeutet nicht Freiheit schaffen. Ganz, ganz wichtig. Jedes Ziel setzt das nächste Ziel voraus. Es ist ein etappenmäßiges Herangehen. Ziel erreicht, nächstes Ziel wird angesetzt. Ja? Zielerreichung ist nicht Freiheit. Es sei denn, du hast ein klar definiertes Ziel, was dir Freiheit gewährt. Da gibt es Ausnahmen. Ich bin zu alt, um zu spielen, zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Goethe. Da kommen wir. Du darfst Wünsche in deinem Leben haben. Du darfst sie versuchen zu verwirklichen. Aber merk dir eins, und das ist super entscheidend. Die wichtigsten Dinge in deinem Leben waren nicht geplant. Die wichtigsten Dinge in deinem Leben sind nicht geplant gewesen. Du hast dein Leben nicht so geplant, wie du es, wenn du jetzt heute auf dein Leben zurückblickst und die großen Ereignisse,
dir überlegst, ob du ein Kind bekommen hast, deine Hochzeit, deine schönste Reise, wie du deine beste Freundin, deinen besten Freund kennengelernt hast. Ja, diese Dinge sind nie geplant gewesen. Ja, du darfst ein bisschen Lockerheit in dein Leben bekommen. Ja, wenn du beispielsweise krampfhaft nach Wenn du krampfhaft, wir lesen das gleich, wenn du krampfhaft nach Geld strebst, dann gibt es zwei Wege. Entweder du hast dein Talent und dieses Talent macht dich reich, beispielsweise wieder der Fußballer, ja, Cristiano Ronaldo hat ein Talent und ist dadurch reich geworden. Er hat noch andere Talente wie Marketing und wie auch immer. Also er kann sich promoten, er kann sich, ne, und letztendlich, ich habe dieses Talent nicht. Ich habe das nicht. Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Ich muss mit diesen Talenten arbeiten. Und das darfst du auch. Und ob ich damit reich werde oder nicht, ist völlig irrelevant. Aber es gibt den zweiten Weg. Und der zweite Weg ist das, wie die Menschen häufiger reich werden. Und das ist Korruption. Das ist Betrügerei. Ja? Betrügereien sind leider sehr, sehr häufig der Fall. Es ist nicht. Leider Gottes nicht sehr selten. Gerade ich habe sehr viel Erfahrung in der, also nicht persönlich, sondern also so indirekt in Unternehmen gesehen. Ich habe es indirekt in meinem Studium kennengelernt, weil halt viele Menschen als Berater dienen wollen, als Lebensretter und kein Psychologie studiert haben und einfach mit ihren Marketingmaßnahmen zu Geld kommen wollen, weil sie dir Dinge versprechen, weil Unternehmen dir Dinge versprechen und weil ihr Produkt angeblich so toll sein soll. Und da geht es um Marketing, um Werbung. Hauptsache, du kaufst dieses Produkt. Ja, und das ist leider der häufigere Fall. Die wenigsten wollen dein Gutes, dein Bestes. Ja, es geht eigentlich um das Profit des egoistischen. Wer auch immer, das egoistische Unternehmen oder der egoistische Berater oder sonst was. Das Leben ist letztendlich nicht schwer. Wir machen uns das Leben schwer, weil wir Angst haben, uns selbst zu verwirklichen und lieber Bedürfnisse der anderen befriedigen wollen. Und das ist auch wieder etwas, was mit der Angst zu tun hat. Wir haben tausend Gründe. Wir haben tausend Gründe, warum wir etwas nicht tun. Wir versuchen uns zu rechtfertigen, warum wir unsere Träume nicht erfüllen. Wir versuchen uns zu rechtfertigen, warum wir jetzt gerade Ängste haben. Wir versuchen uns zu rechtfertigen, warum das so ist. Aber das tun wir immer nur mit uns. Aber letztendlich geben wir auch den anderen für vieles die Schuld. Aber die haben genauso ihre Rechtfertigung für die Dinge, die sie getan haben. Menschen, die vermehrt über Angst leiden, auch vermehrt depressiv sind, wie gesagt, die gehen eher in diese Opferhaltung. Und du darfst dich aus dieser, beziehungsweise du solltest dich aus dieser Opferhaltung rausholen, weil du letztendlich dein Leben nur bestimmen kannst. Das können die anderen nicht. Du kannst dir nur selbst helfen in dem Sinne. Und selbst wenn du hier bei mir bist, bin ich die indirekte Hilfe nur. Ja, du kannst meine Videos angucken, du kannst jetzt auch ausmachen und sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe eine Zigarette rauchen. Und danach ist mir das ja scheißegal. Es ist letztendlich deine Sache, wie du das angehst. Und ängstliche Menschen halten leider an den alten Dingen fest. Sie haben Angst loszulassen. An ihren alten Gewohnheiten. Und ängstliche Menschen sind leider nicht so motiviert, weil sie halt wie ich dir vorhin gesagt habe, diesen Misserfolg leider auch zu häufig erlebt haben. Und Vertrauen in andere Menschen auch verloren haben, weil sie erlebt haben, dass bestimmte Personen nicht so für sie da waren, wie sie hätten da sein sollen. Und das schafft Misstrauen. Und Misstrauen von nach außen, das führt zu Misstrauen nach innen. Ja, es fehlt quasi an Zuversicht in der Hinsicht. Ja? Und du darfst wissen, dass du wieder handlungsfähig sein darfst. Und dass nur deine Angst dafür verantwortlich ist, dass du manchmal keinen Schritt nach vorne gehst. Ja, stell dir deine Angst wirklich bildlich vor. Du kannst dir auch etwas Objektives nehmen, ein Objekt nehmen, das du als Angst nimmst und setz es vor dich und denk dir, okay, wegen dir komme ich jetzt nicht einen Schritt nach vorne. Wegen dir sitze ich hier fest. Aber das will ich gar nicht.
Aber ich will einen Schritt nach vorne gehen. Und du darfst wissen, dass es die Angst ist. Und dass diese Angst irrational ist. Das ist das, was ich dir ganz, ganz häufig sage. Was wäre das Schlimmste, was passiert? Wenn du einen Schritt nach vorne gehst, was ist das Schlimmste, was passiert? Du musst wieder einen Schritt zurückgehen. Aber was eigentlich ganz selten passiert, ist, dass du zwei Schritte zurückgehen musst. Meistens ist es so, dass du zwei Schritte nach vorne gehst und dann wieder einen zurück. Zwei Schritte nach vorne gehst, einen wieder zurückgehst. Es ist ganz normal, dass es hoch und tief gibt. Ja? Was ich noch erwähnen wollte, vielleicht gehört es zur nächsten. Menschen haben Angst vor Veränderung, weil Veränderung als negativ bewertet wird und die Angst vor Neuem immer gegeben ist. Angst ist auch noch in Verbindung mit anderen negativen Emotionen wie Wut und Aggression und sonstige Neid und sowas, hat ganz, ganz viel mit Angst zu tun. Die Angst ist die niedrigste Stufe der negativen Emotionen und alle anderen sind darauf aufbauend. Ängstliche Menschen sind eher dazu geneigt, eifersüchtig zu sein, sind eher dazu geneigt, neidisch zu sein, wütend zu sein, aggressiv zu sein. Das ist das, was wir immer wieder erleben. Ja? Versuche, keine Angst davor zu haben, etwas Neues zu tun. Wähle den Weg der Offenheit. Und damit meine ich Offenheit für andere Erfahrungen. Dir muss im Prinzip nicht alles gefallen, was ich sage. Dir muss auch nicht alles gefallen, welche Übungen wir machen. Du kannst sie von mir aus auch teilweise lassen. Ja, wenn es dir wirklich gar nicht zusagt, kannst du es auch lassen. Ja, ich biete dann eine ganze Reihe von Übungen an, die du machen kannst. Ich kann nicht erwarten, dass du alles machst. Ja, aber sei einfach offen für die Dinge, die du noch nicht gemacht hast. Beispielsweise ist es so, dass wir werden hier keine Menschen, ich werde keine Menschen behandeln, die meditieren. Das ist fast ausgeschlossen, weil Meditierende in sich ruhen. Ja, deswegen versuch die Meditation. Und wenn sie dir nicht gefällt, dann lass es. Dann lass es. So meine ich das. Ja? Nur keinen Druck aufbauen. Don't be afraid of new ideas. Be afraid of old ideas. They keep you where you are and stop you from growing and moving forward. Concentrate on where you want to be, where you want to go, not on what you fear. Damit bleiben wir erstmal bei dieser Folie. Schlechte Gewohnheiten. Und da gehen wir hier wieder in etwas, wo ich immer wieder ja sage, dass dieses Vorgaukeln von ja, so und so Methode, die und die Methode, so und so musst du es machen, dann wirst du ganz schnell so und so werden. Aus der Psychologie, aus dem Studium ist ganz klar hervorgegangen, wir arbeiten mit unserem Gehirn in der Psychologie überwiegend. Und wenn wir etwas verändern wollen, brauchen wir sehr viel Zeit. Veränderung im Gehirn bedeutet viel Zeit. Etwas als neue Gewohnheit zu integrieren ins Leben bedeutet viel Zeit. Es bedeutet viel Zeit, alte Gewohnheiten loszuwerden. Du kannst nicht auf einmal sagen, das und das und das gefällt mir nicht an mir. Ich höre jetzt auf damit. Das funktioniert nicht. Wir arbeiten mit dem, wie das Gehirn funktioniert. Und das Gehirn funktioniert folgendermaßen. Zumindest was Gewohnheiten angeht. Gewohnheiten brauchen Zeit. Wir reden hier von einer Gewohnheit, wenn du die täglich machst, von ungefähr 2 Monaten, bis das Gehirn registriert hat, Wichtigkeit. Ich habe dir mal erklärt, Wiederholung ist für unser Gehirn entscheidend. Wiederholung bedeutet Wichtigkeit. Ja? Aber je älter wir werden, umso schwieriger wird das werden, weil wir ab dem 30. Lebensjahr, und das ist auch eine relativ gefestigte Zahl, ab dem 30. Lebensjahr ist es nämlich so, dass wir neurologisch gesehen kaum noch Veränderungen wahrnehmen. Das heißt, unser Gehirn verändert sich kaum noch. Ja, das heißt, unser Charakter ist der Charakter, den wir haben. Es ist nicht so, dass er nicht veränderbar ist, aber das ist jetzt nicht das Thema. Oftmals ist es aber auch so, je älter wir dann werden, desto stärker wird sich der Charakter festigen. Das heißt, wenn du manchmal Leute, die älter werden, beobachtest und bestimmte Charakterzüge siehst, diese Charakterzüge gab es schon vorher. Du hast sie nur nicht wahrgenommen. Sie waren sehr implizit. Wenn wir jung sind, sind wir noch sehr gut darin, uns zu kaschieren. Etwas, oder, ich habe ja mal so schön mit der Maske versucht, bildlich darzustellen, wie wir in der Gesellschaft letztendlich unsere Rollen spielen.
Ja, die Maske ist, wenn wir jung sind, noch relativ stark ausgeprägt. Wenn wir älter werden, können wir das nicht mehr so gut kaschieren. Wir können nicht mehr diese Maske die ganze Zeit tragen. Das wird immer schwieriger werden. Und dann siehst du den Charakter des Menschen letztendlich. Genau, Umgewöhnung dauert wirklich sehr, sehr lange. Und ist natürlich umso einfacher, je motivierter du bist, aber auch gleichzeitig, wie mehr Spaß du an etwas hast. Deswegen versuche, wenn dann diese ganzen Übungen kommen, die werden vor allem gegen Ende kommen, dass du schaust, was dir auch so ein bisschen Spaß macht, was dir ein bisschen was bringt auch fürs Leben. Also im Sinne von, ich kann mir vorstellen, das auch wirklich in mein Leben zu integrieren. Ja? Das ist ganz, ganz entscheidend. Und sei dir dann gewiss, dass du das einüben musst, dass du dir vielleicht so eine Art Plan machst, dass dann drinne steht, okay, und die Uhrzeit mache ich das und das, bis es dann irgendwann zu einer Gewohnheit wird. Ja, und unsere Gedanken sind ja letztendlich auch eine Gewohnheit. Ja? Unsere Gedanken sind Gewohnheit. Wir gewöhnen uns ans Grübeln. Wir gewöhnen uns an die Gedanken, die wir haben. Deswegen denkst du immer das Gleiche. Du denkst das, was du gestern gedacht hast, du denkst, und das, was du gestern gedacht hast, das hast du schon vor ein paar Tagen gedacht. Deine Meinung, die du heute hattest oder hast, die hattest du gestern, die hattest du dann auch vorgestern. Ja? Wir versuchen uns ja letztendlich immer zu bestätigen. Und das ist Gewohnheit. Wir gewöhnen uns an die Dinge. Wir gewöhnen uns an das, was wir glauben. Ja? Der Traum ist das Einzige, wovor du Angst haben solltest. Denn wenn er nicht ängstigt, also wenn es dich nicht beängstigt, dann ist der Traum nicht groß genug. Du darfst also auch manchmal Angst haben und die Angst sogar fördern. Wenn du den Traum jetzt hast, aktuell, nach diesem Kurs, nach den Lektionen wieder angstfrei zu sein, dann träume diesen Traum und der ist nicht unrealistisch. Wäre sogar unwahrscheinlich, dass du nach diesen Lektionen, wenn du das durchgearbeitet hast, immer noch an den gleichen Ängsten leidest. Das wäre ungewöhnlich. Was aber wichtig ist, dass du deinen Traum mal aufschreibst. Unser Gehirn, ich habe dir es immer wieder gesagt, das Gehirn arbeitet erst dann, wenn wir etwas tun. Deswegen ist deine Aufgabe, du kannst es auf zwei Arten machen. Du schreibst es ausführlich auf, was dein Traum ist. Und das ist erstmal egal, um was es geht. Hier gibt es hier kein richtig, kein falsch. Wenn du aber das tust, währenddessen hast du Bilder im Kopf, du hast Geräusche im Kopf, du siehst etwas, du erzeugst inneres Sehen, innere Bilder, inneres Hören und das erzeugt schon positive Gefühle. Wenn du deinen Traum aufschreibst, du kannst auch stichpunktartig das Ganze machen, in der Form von einem Mindmap, von einer, du schreibst in der Mitte Traum und schaust, welche Stichpunkte fallen dir dazu ein. Und dann kannst du dir auch Dinge ausmalen. Nimm dir dafür Zeit. Das ist deine Aufgabe. Und du darfst jeden Traum haben, den du möchtest. Er kann unrealistisch sein, er kann etwas. Ich persönlich neige dazu, eher realistische Träume zu haben, aber da habe ich gemerkt, ist jeder Mensch ein bisschen anders. Wenn du realistische Träume magst, dann bin ich eher bei dir, aber es gibt auch Menschen, die so etwas weiter in die Ferne gehen, so ein bisschen diesen bisschen philosophischen Ansatz noch haben. Und das ist auch völlig okay. Und bevor wir jetzt zu Ende sind mit der kleinen Lektion, mit der großen Lektion mittlerweile, man nimmt sich tatsächlich immer vor, das Ganze so in 20 Minuten abzuhalten und am Ende ist es doch mehr. Aber ist ja nicht schlimm, hoffe ich. Ein Künstler ist meistens, oder es gibt viele Künstler, die leben am Rande zwischen Genie und Wahnsinn. Scheinbar ist das öfters mal der Fall. Aber wir nehmen mal das Genie, den Sänger, als Beispiel. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben, es bietet dir so viel mehr. Und mit diesen Worten lasse ich dich jetzt alleine und freue mich, dass du dann wieder beim nächsten Mal dabei bist und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.